Rufen. Oh ja. Matthias, wie spät ist es bei dir? 10:37 Uhr. Okay, dann sind wir schon mal perfekt. Bei mir ist 29, 30 jetzt. Ja, passt. Ich habe die Nummer schon wieder vergessen von der Mutti, Alter. 5:55 Uhr. 2109. Ja. Junge, 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 wie kann man die denn vergessen? Oh, meine Pflanze! Die ist bestimmt fertig. Oh ja. Let's see. So, jetzt ist er endlich hochgefahren. Scheiße. Wie macht man die jetzt ab? Ah, dafür ist dieser Harvest Bucket, dieser Holzeimer Für was? für das Gras. Aber? Ja. Welches Gras? Das hinterm Haus. Sieht er nicht. 78%. Oh, ja, jetzt ist das der Eimer ist ein bisschen voll und jetzt habe ich zwei neue Seeds. Statt dass du einfach wartest, bis bei allen die Pflanze fertig Junge, ist. ist echt so, Allen. Matthias, ne? Es macht ja jetzt keinen Unterschied erstmal. Doch. Ich hab's. Nein! Natürlich. Nein! Es ist halt jetzt fertig und jetzt? Ich verwende es ja nicht. Ja, dann legst du eins mal zur Seite. Okay. Matthias entdeckt halt immer gerne zuerst, Alter. Das ist schwierig für uns, das danach zu vollziehen. Okay, ich leg das Gras neben den Eimer und dann könnt ihr das auch machen, okay? Sehr gut. Okay. Nächstes Mal machen wir es zusammen. Boah, ich hab grad so Bock auf Nudeln mit Pesto. Oh, Junge. Jonas, wie viel Uhr ist es bei dir? Es ist 12:04 Uhr. Alles klar, bleib mal kurz stehen. Jo, eine Stunde bist du vor uns. Also mein Buslenkrad ist jetzt schon mal entrostet. Und das Buslenkrad, finde ich, sieht auch richtig geil aus in dem Breier. Aber euer Buslenkrad taucht bestimmt irgendwann wieder auf, wenn dieser Typ die Sachen findet. Obwohl, das ist ja, Glaube ich gehört ja euch nicht. gar nicht, ne? Ja, kommt auch noch dazu. Das werden wir nicht finden. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber der Typ kann es doch finden für uns. Ja, du kannst doch, glaube ich, nicht auswählen. Du kannst dann, glaube ich, nicht auswählen, was er für dich finden soll. Ja, aber wenn du nichts verloren hast, also kaum was verloren hast, wird er es irgendwann finden, Ich bestimmt. glaube eher, dass damit solche Sachen gemeint sind, wie das geschweißte Differential. Diese Samen, die da oben auf der Windkraftanlage lagen und so, sowas eher, glaube ich, dass der einem sowas sagt, aber dieses Lenkrad da, ich weiß nicht. Oder Sachen, die du verloren hast. Also ich baue jetzt das Ja, geschweißte aber woher soll Differential der ein. denn erkennen, ob du die Sachen verloren hast oder nicht? Keine Ahnung. Und wie soll er dir das sagen? Vielleicht kann er das. Ja, Vielleicht aber wie ist er soll das OG. gehen? Keine Ahnung. Ey, soll ich mal bei diesem Schrotthändler anrufen? Ich will die alten Sachen verkaufen. Ja, die kannst du bestimmt da reinwerfen und dann kannst du anrufen. Ja, aber das geht doch noch gar nicht. Der Schrottplatz ist ja noch gar nicht offen. Ja, aber da war ein Ja, aber der Container Container. davor. Ich ruf da mal an. Ja, mach das. 11:40 Uhr haben wir übrigens so noch. Da. Da kommt das Differential ab. Nein, da. So. Und was sagt er am Telefon? Warte, klingelt. We have a container in front of Jugstrapel. You can place your parts and we will buy it. Left click um Poster, was? Nochmal. Gehen uns eh total abwesend. Ich muss da nochmal anrufen. Da stand noch irgendwas. Left Ich kann ja click auch on the nochmal right anrufen. poster to sell. Okay. Ich will das ausprobieren, ne? Ja, ich auch. Ich habe ganz viel Kram. Den alten Endpot zum Beispiel, den will ich nicht mehr haben. Dann Ja. die Bremsscheiben. Das Differential eventuell, aber gucke ich erstmal, wie sich das überhaupt fährt. Ja, bau das mal ein, das wäre ganz cool, dann muss ich das jetzt nicht machen. Also die Kardanwelle ist neu. Die ist von Haus aus neu, in dem Okay. BMW anscheinend. Kann man wohl auch den Originalsitz verkaufen? Ach nee, ach komm, behalte ich.
Hast gar keinen mehr. Kannst dich nicht mehr reinsetzen. So, oh. Natürlich fällt mir die letzte Schraube runter. Ah ne, zwei müssen noch rein. Da. Hä, habe ich gar kein Radio mehr in meinem Auto? Jungs, habt ihr kein Radio in der... Ah, oder da war noch nie alles drin, ne? Nee, BMW war keins. Lol. BMW war keins. BMW war keins, Habt nee. ihr schon mal das Handschuhfach geöffnet? Nee. Das ist ja geil. Hallo? Da fragst du jemanden, der andauernd alles öffnet? Geil. Also ich muss sagen, das mit den 20% Scheibentönung vorne finde ich auch mega geil. Das passt gut. Aber hinten ist mir 0 zu viel. Ich glaube, ich werde hinten 5 nehmen. Also jetzt habe ich auf jeden Fall nicht mehr dieses hässliche Differential hin. Müssen wir unbedingt Metallic Removal kaufen. Das sieht komplett scheiße aus, dieses Auto jetzt. Ich will, dass er wieder gelb ist, so wie er ursprünglich mal war. Und dann kriegt er einen roten Innenraum, dann ist es ein McDonald's-Auto. Also heute ist Problem Ziel ist. auf jeden Fall noch Schrottplatz, oder? Oh, what the Ja, fuck? ja, Ich hänge auf ja, den ja. Mülleimern. Wir müssen dann aber in die Stadt fahren, mal wieder mit den Labern, ne? Zum 12:39 Uhr. Und die haben wir angerufen, ne? Ja. Aber Mutti haben zuerst mal wir zum Bruder. angerufen, ja. Erst mal zum Bruder. Wollen wir jetzt fahren? Seid ihr bereit? Ja. Jonas? 3, 8, ja, können wir machen. Nervt halt immer so ein bisschen mit dem in die Stadt fahren, aber ist kann man halt nicht ändern, ne? Ja. Ist halt im Moment noch so. Ja, wir müssen ja nicht jeden Tag hinfahren, aber. Ja, doch. Sonntags nicht. Ja, sonntags Nee. nicht. Morgen, dann kannst du morgen das Differential machen. Und ich hole meinen Quad zum Beispiel. Kann jeder Also irgendwas anderes machen. ich hab's Differential schon drin. Echt? Ja. Weiß ich, aber ich glaube, viel Unterschied macht's nicht. Ich fahre erstmal zu So, schönen guten Francis. Tag, Herr Nachbar. Bruder sogar. Glad to see you, little brother. Ihr sagt Bruder doch nichts muss raus. anderes. Nee. Und Und, so. oder der will campen gehen oder so. Haben wir bei dem, okay, alles klar. War schon ganz schön viel, ne? Oh, mein Maple Syrup, ich muss noch mal nach Hause. Wieso? Wir fahren doch jetzt in der Stadt, der ist so offen. Na, wenn ich das bis dahin schaffe, das ist schon hoch. Das ist schon leicht Wie rötlich. hoch ist das denn? Leicht Ja, das rötlich. schaffst du aber locker. Ja, dann So. Knallgas, ne? Mach ich mal Warnblinker an. Das Problem ist, ich kann gar nicht in die Stadt gehen, weil ich kein Geld habe. Wie? Natürlich kannst du in Ich die hab. Stadt gehen. Ja, aber ich habe 3,26 Dollar, 20. Ich kann mir nicht mal irgendwas kaufen an Essen oder Trinken. Ja, hast du keinen? Hast du nichts gegessen? Doch, aber ich habe auch nichts mehr. Oh, Backe. Und Ja, jetzt? Auch ich nicht im bring jetzt. Kühlschrank? Nee, kaum. Also eins habe ich noch. Aber trotzdem muss man mir was kaufen, weil morgen ist Sonntag. Ja, das will ich dir auch vorschlagen. Deswegen Morgen wieder brauche Holz ich jetzt machen, wa? Holz. Machst du jetzt Holz? Ja. Bleibt mir nichts anderes übrig. Du musst aber auch kurz in die Stadt fahren, ne? Ja, das. Ich kann auch einfach in der Stadt Holz abgeben. Ja, aber du musst noch mit den Tankstellenfotzen reden, das ist ganz wichtig. Ja, ist gut, krieg Ja, ich das hin. müssen wir da wieder da hier und da Genau, das wieder Warten richtig. einen Tag mehr oder ist dann wieder scheiße. Das kribbelt dann wieder, wenn wir nicht denselben Fortschritt haben. Dann hat einer mehr und dann sagt er, ja, ich habe aber den Schrottplatz noch nicht. Ja, ist richtig. Ich hätte ja auch das Holz da geholt, aber geht ja nicht. Weil man kann ja nur hier die Bäume abmachen. Du kannst auf jeden Fall deine Schrottteile, kannst du alle beim Schrotthändler auch Hey, abgeben. Das auch wieder Hey, Geld. Ja, aber jetzt mal, bin ich gerade schon am Holz machen. Oder war das das Zeug, was du alles schon weggeschmissen hast? Nee, das habe ich doch. Das kann man ja nicht wegschmeißen. Die Schrottteile? Ja. Ich dachte, deine ganzen Dosen und so. Jetzt so alle weggeschmissen und dies und das.
Ne, die Dosen habe ich alle. Und hier Bremsscheiben und Endtopf und all so eine Kacke. Habe ich auch noch alles. Er ist nur hinter sein Haus geworfen. Ach so. Der Bra. Der Bri. Ah, dieses ABS-Modul, ich bin ja echt. Ah. Ja, also ABS ist halt jetzt. Also ohne ABS ist jetzt wirklich scheiße, ne? Weil der rutscht wirklich vorne viel. Ich überlege das echt zu kaufen, ne? Ist halt teuer. Ja, kostet $300. Mensch, boah, das dauert gar nicht mehr so lange, bis wir diesen scheiß Schrottplatz haben. Aber gibt's ein Sport-ABS-Modul? Gibt's sowas? Nein, ich glaube nicht. Gibt's nicht. ABS ist ABS. Da gibt's kein Sport-ABS. Ah, ich hab's gekauft! Ja, ausrastet. Ah, Junge. Ah, der hat's gekauft! Ja, das sind $300, Junge! Das ist schon Was? Viel Geld, ja. Ja! Hä, so teuer? Jetzt passiert. Bei mir kostet das. Ach so, ja, doch, ja, auch. Hä, bleib die Klappe mal bitte auf. Die Motorhaube. Hallo. Ah, ich hätte gestern tanken sollen. Aua. Wie, aber du hättest tanken sollen? Du brauchst nicht tanken. Ich mach den Kanister gerade vor. Ich hab den Generator vorgeknallt. Junge, wie der mich aufregt, Matthias, ne? Der muss nicht tanken, der Junge. Was soll man dazu sagen? Du musst nicht tanken. Wo gehört denn das ABS-Modul hin? Ich hab keine Ahnung von Technik. Das ist dieses komische Blockding da vorne, rechts, vorne, links, irgendwo im Motorraum. Im Motorraum? Ja. Es gehen so Leitungen dran. Oder sitzen Leitungen normalerweise dran, ob das im Spiel auch so ist. Muss hier nicht so ein grüner Haken kommen oder so? Irgendwo schon, ja. Dafür musst du erst das alte ausbauen und dann das neue reinmachen. Wie? Ja klar, so, der tauscht das ja aus und machst das defekte. Ich hätte gar keins. Nö, du hast ein altes. Mach mal bitte die Motorhaube auf und guck mal bitte, ich habe keine Ahnung davon. Ich bin gerade nicht zu Hause, ich bin mit dem Pickup unterwegs. So. Ja, super. Ich mach, mach doch die Haube auf und schick mir ein Bild, ich markiere dir das. Okay. Ich habe echt keinen Plan davon, ne? Ah, ich glaube, ich sehe es. Was ist das da? Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Mit diesen ganzen Stäben, ne? Ja, Leitung. Oben rechts. Ja, in der Mitte rechts, da irgendwie, da. Nicht das Runde, das Eckige. Ja, ja, da drunter, ne? Ja, das genau. Eckige. Wie komme ich denn da dran? Schrauben wahrscheinlich. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Kann man mal mit offener Motorhaube fahren? Kannst du die Motorhaube abbauen. Wollte ich gerade sagen, habe ich da auch schon mal gemacht. Bringt kannst auch eine durchsichtige Haube kaufen. Nee, das hat aber einen schwul. Dummen Effekt. Dann hast du quasi den Effekt, dass du sie abhast, aber irgendwie auch nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber die Möglichkeit besteht. Super. Wo ich nur gesagt habe. Mit wem haben wir denn jetzt gesprochen? Hey, Matthias, du musst heute noch zur Tanke, ne? Ich weiß, ich bin aber gerade noch am Holz machen. Ja, aber... Du hast noch eine Stunde Zeit. Ja? Ja! Ist alles gut. Ja. Ist alles gut? Ja, du schaffst es sonst nicht. Nein, ich habe noch 2 Stunden Zeit. Oh, Junge. Wenn du das nicht schaffst, dann gibst du den Arsch voll, Alter, wirklich. Ich pack gerade meine Karre mehr als voll mit Holz. Auch vorne im Fahrerraum. Ich sehe, glaube ich, gleich gar nicht mehr, wo ich hinfahre. Mach ich vor einem Baum mit Bäumen. Ja, mir ist egal, wie du es machst. Hauptsache, du kommst heute noch zur Tanke, Alter. Oh, Backe. Du hast die Mutti angerufen? Na, sie ja. Ich sag mal, die Mutti, du nicht im Stich.
Herrlich, dann werde ich mal hier auch ein bisschen rumschrauben jetzt. Fick die Hände, ja. So, ich dachte, wir fahren zum Schrottplatz jetzt. Machen wir morgen. Morgen ist doch Sonntag. Was? Können wir eh nicht in die Stadt. Also würde ich vorschlagen. Ja, können wir so machen. Macht Sinn. Matthias, wie viele Bäume hast du jetzt gemacht? Gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. 2 oder 3 wahrscheinlich, ne? Warte, ich... Digga, dieses ABS-Modul... Einfach gekauft, die Scheiße. Für $300, ey, wirklich. Kommt mir schon schlecht Mine. Vor. Wollen wir irgendwie die Scheibe runter machen bei dem Pickup? Nein. Nee. Oh ja, perfekt. Beim Dreier. 5% Scheibentönung hinten. Obwohl, das ist auch, das sieht auch wieder so wenig aus. Ihr müsstet mein Pickup sehen, Alter. Mehr ging nicht drauf. Echt? Ja, ich habe auch vorne ganze Kabine voll. Klingt interessant. So. Wo ist denn mein Schraubenschlüssel? Bis wann sind die nochmal da an der Tankstelle? 16.30 Uhr. 17? Okay. 16.30 Uhr. Oh, dann schaffe ich es nicht. Matthias! Digga, nein! Ich hab's dir gesagt. Ich kann's nicht mehr ändern. Ich hab's dir doch gesagt. Ich hatte aber ein kleines Problem. Oh, Junge. Ey, Digga. Wie spät hast du? 16:20. Ja, dann schaffst du es echt nicht mehr. Ey, Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Boah, sowas hasse ich immer. Jetzt müssen wir wieder einen Tag warten. Ey, wir freuen uns schon so auf den scheiß Schrottplatz. Ja. So ist das mit die Leute. Yes. Das Hobby dies. So, wie nehme ich jetzt die Kacke hier raus? War das eine Schraube? Kann doch nicht sein, oder? Handy weg. Hey. Handy vom Brand. Ey, wie. Hä? Was ist eigentlich, wenn ich Bäume auf der Straße pflanze und der Bus da durch möchte? Geht nicht, kannst du nicht. Das ist kein Rasen. Du kannst nur pflanzen, wo Rasen ist. Ach so. Oh, Kettensäge! Oh. Gott, die Kettensäge passt im Boden plötzlich. Ach Leute, ich verliere das ganze Holz auf dem Weg, weil diese Scheiße bei mir runterglitscht, Alter. Toll. Oh. Jetzt bin ich zur Tankstelle gefahren, wäre das mit dem Holz nicht passiert. Ganz richtig. Maul. Junge, Junge, Junge. Hey, jetzt müssen wir wieder einen Tag mehr warten, das fuckt mich so ab, ne? Aber ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Wir nehmen Rücksicht. So, ich mache jetzt meinen Dreier. Ich gucke, ob der jetzt besser bremst. Für $300. Hoffen wir das doch mal. Lampe ist aus. Lampe ist aus. So. Nö, bremst dich besser. Nicht? Gefühlt nicht.
Vielleicht hat es noch was mit der hinteren Bremse zu tun. Der bremst ja auch nicht stärker oder so, der blockiert einfach nur nicht mehr. Der rutscht nicht mehr. Ja. Ja, der rutscht einfach nur nicht mehr. Die Bremse wird dadurch nicht besser. Also du kannst, während du bremst, lenken. Stimmt, ich probier's nochmal. Oh ja, das funktioniert gut. Ja, mehr ist ABS ja gar nicht. Nee. Ja, egal, jetzt ist die Lampe aus. Das hat mich gestört. Für $300 kann man das mal machen. Dann habe ich noch mehr Schrott. Die Kettensäge wieder liegen lassen zu Hause. Fahren wir morgen zum Schrottplatz. Ich habe 6 Teile für den Typen. Ja, top. Für den Futzen. Matthias, wie sah denn das alte Differential aus? Und wo sitzt das? Hinten, ne? Ja. Hat ja Heckantrieb, die Karre. Ja. Ich bock den mal auf. Sieht das besser aus als das alte? Ja. Also, neue kannst du auch lackieren. Aber du hast das gar nicht, Jonas, ne? Ich weiß. Ja. Beste Antwort. Ich weiß. Ja. Ja, nee, ich hab das nicht, weil ich nicht den Nutzen sehe. Und ich da ja auch vorhin dann ein bisschen ist scheißegal, ich war ja vorhin ein bisschen hinterher. Jonas hat beim Gruppenzwang einfach nicht mitgemacht. Oh. Ich habe mich widersetzt. Boah, dieses scheiß Holz, ne? Es bleibt einfach nicht auf der Karre drauf. Nö. Ja, wärst du mal in die Stadt zur Tanke gefahren. Genau, dann wäre das nicht passiert. Junge. Und Dreck. Wärst mal lieber mit deinem Schrott zum Schrottplatz gefahren. Ist echt so. Dann hättest du auch Geld gekriegt. Besser ist. Einfach. Ich hätte auch einfach zu Hause bleiben können. Da ist doch das Differential. Sieht ja richtig ranzig aus. Wie? Es wird nebelig bei mir. Der scheiß Spalter ist leer, ich fick die Hähne. Wie dass ich Sprit geholt habe. Aber machst du Holz? Na sicher. Irgendwas muss ich ja Sinnvolles tun in meinem Leben. Junge. Ja, Holz kann man immer abgeben bei beim Nachbarn oder nicht. Ja. Ja, aber nur in gewissen Mengen. Boah, wie viele Schrauben sind denn das beim Differential? 4? Nee, mehr. Ich glaube 8. So viele. %. Da gehen also 30. Was ist das, was in der Mitte sitzt, ne? In den. Ja. Ich frag für einen Freund. Ich hab gehört, der hat keine Ahnung von sowas. Junge. Bei Nacht habe ich innerorts nur 50 FPS. Ja, bei mir auch. Warum hast du was Nacht? Zur Hölle? Wie spät hast du? 18:26 Uhr. Ja, habe ich auch. Also bei Nacht ist es bei mir auf jeden Fall noch nicht dunkel. Ja, es wird dunkel. Jonas hat eh einen broken PC. Was ist, ich habe ja die gleiche Uhrzeit wie ihr, aber es ist jetzt nicht dunkel oder so. Potato PC, ja. Liegt das ganze Holz rum. Das nehme ich jetzt nicht mit. Pech gehabt. Drecksholz. Ist da noch irgendwo eine Schraube? Das nächste Mal nehme ich Holz im BMW mit, Junge. Das ist wenigstens ein geschlossener Raum. Wollte gerade sagen. Wo ist denn noch eine Schraube? Ach, hier. Ah. So, zack. Maple Sirup saufen schon wieder. Dosenbier saufen. Scheiße. Leute, ich habe ein Problem. Was denn? Schon wieder? Ich habe keinen Putin mehr. Ach doch, eins habe ich noch. Oh, Glück gehabt. Oh, irgendwas ist immer, ne?
Wie weit ist euer Gras? Weiß ich nicht. 100%. Ich hab mein Differenzial. Oh, ich hab's nicht geerntet. Dann ernte es. Nein! Warum nicht? Weil Korinth noch nicht fertig ist. Doch, meins ist auch fertig, aber ich... Ah! Doch, wir haben das zur selben Zeit gemacht. Aber ich muss einmal mein Differenzial auswechseln. Okay. Also morgen. Fahr du erstmal zur Tanke, dann reden wir weiter, Kollege. Jetzt können wir den aber auch mobben damit. Ah, herrlich. Junge, das ist der wichtigste Schritt, wo wir schon die ganze Zeit drauf warten und er fährt nicht zur Tanke, Alter. Weißt du, wie mich das aufregt? Oh, Experte, ey. Immer. Irgendwie muss es ja geben. Ja, ja. Du mich auch. Ja, ja. Wie geht das scheiß Licht bei dem Drecks-Pickup an? Da. Ey. Und auf Ö kann man hinten das Licht anmachen. Ah, stimmt, das gibt's ja auch noch. Boah, ist denn jetzt hier noch eine Schraube? Hallo? Dafür gibt's doch einen Schalter extra beim Pickup. Ja, aber du kannst auch auf der Tastatur machen. Dicker, wo muss denn hier noch eine Schraube hin? Da. Lass weg, scheißegal. Nee, so fangen wir hier erstmal nicht an, Alter. So fangen wir nicht an. Sag ich dir, wie es ist. Hä? Junge, ich fresse gleich. Ey, jetzt ist es dunkel und ich bin unterm Auto und diese blauen Symbole für die Schrauben sehen aus wie so ein Sternenhimmel. Ich sehe hier einfach gar nichts. Sternenhimmel. Mach doch Licht an. Ja, nee, ist zu teuer. Wie zu teuer? Kostet zu viel. Sprit kostet doch nichts in dem Spiel. Na ja, sagt der Richtige, der nicht tanken muss, Alter, wirklich. Ja, das kostet halt aber wirklich nichts in dem Spiel. Der Sprit ist doch gar nicht so teuer. Du bist wirklich der absolute Knaller, Jonas. Im Gegensatz zu Deutschland in echt schon. Wenn man nicht tanken muss, ne? Hat man's echt gut. Ich hab ein E-Pickup. Ich rolle mal nur, ich schieb den mal durch die Gegend. So, merkt das schon. Ja. Auch gut. Steuererziehung. Immer dieses, ich merk das. Oder ich merk schon. Ja, ich merk richtig das. Richtig gut. Ja, ja. Man muss bei seinen Originalen bleiben. So, jetzt habe ich auch mein Sportdifferenzial hier. Oh, 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 heilige Maria. Es gab ein Donnerwetter. So, meine lieben Freunde. Freunde der Nacht. Freunde der Nacht, genau. Lieder der Nacht, ganz gemacht, aha. Ich hab grad einen Baum auf meinen Pickup geschmissen. Geil. Da macht ihr beide Holz. Ich mach grad Holz. Ich hab Holz gemacht, ich bin fertig. Wie viel habt ihr gemacht? Wie viel Geld habt ihr jetzt? 100 irgendwas gemacht. Ich hab jetzt wieder $292. Sehr gut. Bin also erstmal wieder flüssig. Ich würde jetzt pennen gehen, ne? Ich auch. Junge, jetzt ist der Spalter leer. Matthias, wir müssen pennen. Ich gehe nach Hause, ich hab keinen Bock mehr. Mach Feierabend. Feierabend. Mach einfach. Ja.